Hallo Wander- und Outdoor-Freunde und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Adventure Trails. Wir sind heute im Hochschwarzwald, ein bisschen länger angereist und in der Gemeinde Löffingen und wollen die Drei-Schluchten-Wanderung gehen. Ja, wenn ihr Lust habt auf eine schöne Wanderung, dann kommt mit. So ein paar kleine Details zur Tour, die ist 10 Kilometer lang, sagt ja. Eva. Genau. Blende ich euch hier auf Eva mal ein, die Karte. Und Höhenprofil haben wir ja auch noch für euch. Und ja, gerade am Anfang und am Ende wohl steiler Auf- und Abstieg. Ansonsten ja, immer so ein bisschen hin und her auf dem Höhenprofil. Wir sind mal gespannt, was uns erwartet. Am Parkplatz waren relativ viele Autos. Ja, bisher sind aber relativ wenig Menschen. Das ist gut. Ja, mal abwarten, verteilt sich hier vielleicht auf die verschiedenen Schluchten. Ein bisschen. Thank you.
Mal. Ja, und da sind wir auch schon wieder raus aus dem Wald. Ja, es war abenteuerlich. Ja, wir sind so ein bisschen abgesperrten Weg gegangen. Und du, ganz böse. Oh oh. Ja, die Talschluchten waren ganz schön zu laufen. Allerdings sehr, sehr matschig, trotz Sommer. Ja, total matschig. Also das Flussbett war total trocken, aber der Weg war matschig. Genau, und was uns gefehlt hat, ist so eine kleine Möglichkeit, sich hinzusetzen, mal was zu essen. Ja, denn wir sind jetzt die ganze Strecke gelaufen, ohne was zu essen. Ja, Eva ist schon ganz mürrig. Ja. Und ja, wir hoffen, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und sagen bis zum nächsten Mal bei Adventure Trails. Tschüss.